Hallo liebe Freunde von Crypto TV. Heute ist ja der 29.08.2020 und da wir noch immer im Corona-Zeitalter leben, ist heute in Berlin eine Großdemo angesagt. Und mich würde es interessieren, ob die Menschen überhaupt davon Bescheid wissen. Mich würde auch interessieren, was sie von den ganzen Corona-Maßnahmen halten. Und noch ein Punkt hätte ich mir gedacht, die Leute zu fragen, ob sie sich auch in alternativen Medien schlau machen über diese ganzen Corona-Maßnahmen oder ob sie wirklich nur den Mainstream konsumieren. Ich hoffe, dass ich ein paar Leute vor die Kamera bekomme, die sich trauen, vor der Kamera zu sprechen. Wird vielleicht nicht so einfach sein, denn ich habe kein Logo von irgendeinem TV-Magazin, ich habe kein so professionelles Mikro. Ich hoffe, dass der Wind dann mitspielt, ich habe keinen Windschutz. Aber schauen wir mal um, schaut einfach mit, machen wir einen Spaziergang wieder durch Salzburg und unterhalten wir uns mit ein paar netten, intelligenten Menschen. Also dann, bis gleich, bis zum nächsten Interview hoffentlich, was wir hier in dieser Stadt, in Salzburg, antreffen werden. Okay dann, bis gleich. Schönen guten Tag. Darf ich Sie für ein Interview interessieren zur Corona-Lage? Schönen Tag noch, wiederschauen. Schönen guten Tag. Darf ich Sie für ein kleines Interview interessieren? Ich wünsche einen schönen Tag. Schönen guten Tag. Darf ich Sie für ein kleines Interview zur Corona-Lage interessieren? Wissen Sie, dass heute die Großdemo in Berlin ist? 1 Million Menschen sind da. Ach Jesus. Schönen guten Tag. Darf ich Sie für ein Interview für mein TV-Magazin zur Corona-Lage interessieren? Have a nice day. Es ist so schwierig, Leute zu fragen über die Corona-Lage. Die Angst sitzt so tief in den Knochen. Ich habe es mir fast gedacht, weiß nicht, ob es leichter wäre, wenn ich von ORF wäre oder von ARD wäre, um die Menschen zu interviewen. Macht es was aus, wenn man eine schwere Kamera auf der Schulter balanciert und ein Mikro mit einem großen fetten Logo hantiert? Naja, ich glaube auch nicht, dass die viel leichter haben wie ich. Es ist einfach die Angst der Menschen, ob sie rationell sind oder unrationell, egal welche Seite, ob die Gläubigen oder Ungläubigen, keinen kriege ich halt vor die Kamera. Naja, ich probiere es sicher noch ein bisschen weiter halt, ansonsten morgen noch und schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis gleich. Entschuldigung. Darf ich Sie für mein TV-Magazin interessieren, für ein kleines Interview zur Corona-Lage? Ich spreche nicht so gut Deutsch. Ah, okay, okay. Wissen Sie etwas von einer Demonstration in Berlin? Nein. Nein? 800.000 bis 1 Million Menschen sind da. Have a nice day here. This day on the holiday. Ha-la-la-da-da. Ja, Bargeldabschaffung ist auch so ein Thema im Corona-Zeitalter. Das Geld ist schmutzig, es ist virenverseucht. Hilfe, Hilfe! Bitte bevorzugt mit Karte an der Kasse zu zahlen. Ja, Kryptowährungen werden ja auf den Vorsprung kommen, gell? Chip in die Hand, einkaufen ganz praktisch. Wirst nichts mehr kaufen und erwerben können, ohne Rechenschaft abzulegen. Ja, das ist halt mein Statement. Meine, wenn die anderen keine Statements geben, dann gebe halt ich wieder mal ein kleines Statement zwischendurch. Aber schauen wir weiter, vielleicht findet man doch noch ein paar mutige, ja, sozialkritische Menschen. Bis gleich. Sagen wir mal so, es ist dekadent, die Informationslage der öffentlichen Medien. Man kann schon alles gut überprüfen, wenn man will. Ich komme da auf jeden Fall. Danke.
Schwierig. Man kennt es ja nicht mehr aus, die einen Experten sollen, sondern die anderen Experten sollen. Und dann hofft man. Ja. Wer ist ein Experte? Das kann man schon irgendwo beurteilen, oder? Man schaut sich mal um. Wie viele Tote kennen Sie mittlerweile? Nein, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist alles die tollen Stimmen. Und wie viele zerstörte Existenzen? Ja. Die Zahl ist da schon ein bisschen höher, oder? Ja, nein, aber Interview. Interessieren Sie sich für alternative Medien? Soll ich Ihnen ein bisschen einen Rat geben, wo man so schauen kann? Danke, ich schaue ja dazu. Noviso TV, kennen Sie das? Das habe ich schon mitgehört. Ja. KenFM. Kenne, ja. Ja, super. Klagemauer TV, die ist auch noch so eine ganz gute Quelle. Das kenne ich. Ja. Na, dann sind Sie sehr gut informiert, wenn Sie da reinschauen. Ja, man schaut schon. Ja. Das glaube ich nicht, was die Großen sagen. Ja. Na super dann. Einen schönen Tag noch. Danke. Wiederschauen. Schönen guten Tag. Entschuldigung, darf ich Sie für ein kleines Interview für mein TV-Magazin interessieren, über die Corona-Lage? Ich bin ein alternativer TV-Magazin, nämlich Krypto TV, bin seit 7 Jahren aktiv und bin nicht also kommerziell und ich bin dafür da, dass die Stimme der Menschen, der Bürger vielleicht auch eine Stimme bekommen. Und aber wir kommen nicht von hier. Das macht ja nichts. Wir sind alle eine Menschheitsfamilie, oder? Okay. Wo bist denn du her? Ich bin von Salzburg, von hier. Also du bist echt der Salzburger? Genau, ich bin der Stierwascher. Der Stierwascher? Habt ihr schon mal was? Ich bin nicht noch ein Echtwacher. Ich bin ein Münchner. Ja, super. Heute habe ich einen Livestream raufgeschaut bei der Großdemo in Berlin. Da waren auch ein paar Münchner da. Jetzt haben sie es abgebrochen, oder was? Ja, sie war generell schon verboten ein paar Tage vorher. Ja, das weiß ich alles auch. Aber die Menschen lassen sich die Freiheit natürlich nicht verbieten, sind trotzdem gekommen. Ja, aber ich habe irgendwas mit 20.000. Und letztes Mal war es 1,3 Millionen. 1,3 Millionen? Ja, da haben sie gesagt 15.000, 17.000. Aber es waren mehr. 800.000 waren es einmal garantiert. Das kann jetzt, ich bezeugen. Okay. Ja. In Berlin. Ja, genau. Also, da lügen doch schon mal die Medien. Am 1.8. waren es einmal mindestens 800.000. Ja, kann man auch verfolgen. Da gibt es ein Video, wo die Leute durchlaufen, die Schlange hört einfach nicht mehr auf. Und was ist passiert? Nichts. Halt, und warum haben sie es jetzt nicht gemacht? Weil der Arsch gegangen ist, 1.000. Ja, richtig. Ja, genau. Ganz genau. Ja, das hoffe, weil der Arsch gegangen ist, 1.000 in der obere Herren mit ihren Drecksnägern. Eine Frage, darf ich Sie auch auf Video vielleicht aufnehmen, für meine Kamera? Nein, mit meinem Dialekt. Ne? Das ist ein schöner Dialekt. Das ist anders. Also ich habe es nicht verstanden. Darf ich vielleicht von euch beiden nehmen? Ich darf interessieren, auf die Kamera auch etwas ja, zu sprechen. Ja? Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt, was ich sagen wollte, weil ich von Corona was keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, ich hab's nicht und ich will es und sonst in Salzburg gibt es gar nicht viel. Ich bin erst 2 Wochen in Salzburg. Aus München. Also praktisch aus Memmingen. Hallo Christina. Mich würde interessieren, ob Sie was von der Berliner Demo heute gehört haben. Nein, habe ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Interessiert Ihnen die sollen lieber arbeiten. Die sollen lieber arbeiten. Ja, die Leute gehen ja wegen den Menschenrechten, die beschnitten werden. Ja, das ist super. Das ist super. Ich bin dabei. Ja. Also, das ist natürlich immer super. Ja, haben Sie Angst vor Corona? Nein, null. Nein. Ich war Bundesligaspieler beim FC Unterhaching. Da macht mir das nichts aus. Okay. So schaut es aus. Sie haben ein gut trainiertes Immunsystem. Ja, sehr gut, sehr gut. Bayerisches Bier halt und österreichisches. Schauen Sie auch alternative Sender zu generell zur sozialen Lage? Muss ja nicht nur wegen Corona sein. Nein, ich muss schauen, dass ich Geld verdiene. Aber Sie schauen sicher Nachrichten, oder? Nein, habe ich momentan keine Lust. Okay. Weil es immer dasselbe ist. Das weißt du selber. Servus, das wisst ihr selber. Immer dasselbe. Oder habe ich keinen Bock? Okay. Weil sonst drehen wir durch. Ja, man braucht ja. Das verblöde ich noch, komplett. Da haben Sie recht. Da kann man was tun. Es gab zum Beispiel Noviso TV. Ja, ich habe beim Fernsehen gearbeitet, ich habe keinen Bock mehr auf Fernsehen. Nein, das sind alternative Sender, die gibt es nur übers Internet zum Schauen. Ja, ich habe auch keine Zeit. Klagemauer TV gibt es noch. KenFM. Ja, macht sie. Das interessiert mich. Viel Dank. Ich brauche positive Leute und keine Fernsehleute, die irgendeinen Scheißskandal wieder oder negative Scheiße verzapfen, das mache ich nicht mehr, das mache ich aber nicht, ich bin nicht bescheuert, mache ich nicht. Okay. Sondern die machen in Berlin oder was weiß ich, also, das ist mir wurscht, ich mache es nicht.
Aber danke, dass Sie trotzdem den Mut haben, Ihre Meinung doch dazu zu äußern. Ja, bitte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in Salzburg. Groß, ja. Dir auch. Dir schon auch. Servus. Ja, jetzt haben wir mal einen vor die Kamera bekommen. Eure Meinung, seine Meinung ist unser aller Meinung, auch wenn sie nicht dieselbe ist. Denn wir leben alle in einem Kollektiv zusammen und so müssen wir jede Meinung achten, tolerieren, sofern sie nicht gegen die Menschenrechte verstoßen. Und so einfach ist es einfach, oder? Okay, dann. Bis gleich wieder. Hallo? Darf ich euch für ein kleines Interview interessieren zur Corona-Lage? Guten Tag, die Dame. Darf ich Sie für ein kleines Interview interessieren zur Corona-Lage? Sie sind nicht vom ORF oder so? Nein, ich bin ein alternativer Sender. Ach so, nein, danke. Ich bin auch ein bisschen in Eile, weil es kommt dieses Konzert auf dem Kapitel. Ja, sehr schön, dann wünsche ich Ihnen viel Freude damit. Schönen guten Tag, die Dame. Darf ich Sie für ein kleines Interview interessieren für meinen alternativen Sender zur Corona-Lage? Ohne Foto. Wir können jetzt auch ohne Foto, natürlich. Es ist ja jetzt in Berlin, heute findet eine große Großdemo statt. Haben Sie davon schon was gehört? Ja. Ja? Wie viele Menschen, glauben Sie, waren am 1.8. dort? Da war ja schon die erste Veranstaltung. 800.000 Menschen haben sich da eingefunden. Ja. In den Medien wurden von 17.000 gesprochen. Warum glauben Sie, spricht die Medien von 17.000, wenn es 800.000 Menschen waren? Stecken alle unter eine Decke, ja. Konsumieren Sie alternative Sender? Konsumieren Sie eigentlich kaum Sender. Mhm. Also ich würde Ihnen vielleicht empfehlen, Nuviso TV. Nuviso TV auf YouTube. Die sprechen wirklich frei, wirklich die Wahrheit heraus. Man kann alles gut nachprüfen, lassen die Menschen wirklich aussprechen, unzensiert. KenFM ist ein sehr guter Sender. Ken Jebsen, der ist von RBB gekommen. Ich kann Ihnen gerne einen Zettel geben. Ups, da. Schauen Sie. Ah ja, das ist schon vorbereitet. Genau, damit die Menschen mal ein bisschen zwei Perspektiven mitbekommen. Ja, ich schaue immer wieder andere Perspektiven aus. Und die Frage ist, was man tun kann. Außer Sender holen. Ja, man könnte sich auch solche Demonstrationen einfinden, wie in Berlin. In Wien läuft auch heute etwas am Wrestlepark, was ich gehört habe. Abgesehen davon? Ich zum Beispiel gehe nicht mit einer Maske einkaufen. Am Anfang bin ich oft angesprochen worden von den Verkäufern und mittlerweile haben sie es bleiben lassen. Jetzt gehe ich, sagt keiner mehr was. Das ist zum Beispiel ein Anfang, würde ich sagen. Und sich nicht zwangsimpfen zu lassen, mit Bargeld zu bezahlen, nicht mit der Karte zu zahlen. Weil sonst werden wir dann irgendwann gechippt und dann können wir noch damit etwas erwerben und verkaufen. Wie wir erworben und verkauft, oder? Ja. Haben Sie noch irgendeine persönliche Meinung, was Sie so über Corona denken? Boah, ich finde das extrem heftig, was da passiert. Mhm. Sehr heftig meinen Sie, ja. Inwiefern? Also. Also ich glaube, es geht einfach vor allem darum, die Bürgerrechte einzuschränken. Ja. Mhm.
Kleinstunternehmer zu schädigen, sodass nur mehr die Großen fahren, also fahrlässig tun können, was sie wollen. Dass man noch Amazon, McDonalds übrig bleibt und dass dann alles nur noch unter 12 Familien aufgeteilt wird. Ja, okay, und bedanke mich recht herzlich für Ihr Interview. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Wiederschauen. So, jetzt wird schon langsam dunkel. Der Regen stellt sich auch schon langsam wieder ein. Da muss ich jetzt leider beenden, sonst wird meine Kamera kaputt, weil die verträgt leider keine Nässe, ist eh klar. Tja, ich habe leider nicht viele Menschen vor die Kamera bekommen. Ein paar wenige haben sich geäußert. Die meisten wollten aber nicht, dass ich die Kamera draufhalte, sondern nur via Audio. Ist ja auch okay. Kann ich auch gut verstehen. Einen konnte ich sogar vor die Kamera bewegen, dass er seine Meinungen darüber äußert. Leider bekam ich sein Gesicht nicht immer drauf, weil ich einen Schirm nebenbei auch in der Hand hatte, der hat ein bisschen gestört. Aber um das geht es ja nicht. Es geht ja darum, die Aussagen der lieben Menschen von unserer Menschheitsfamilie. Ich werde morgen wieder in die Stadt schauen. Ich hoffe, das Wetter besser passt. Und tja, bis dahin dann sehen wir uns morgen wieder, okay? Ich lade euch dann wieder ein zum Spazieren gehen und dann schauen wir mal wieder, ob wir ein paar Menschen treffen, die eine Meinung für oder wieder bei Corona haben. Okay, dann Baba, bis morgen. Selbe Uhrzeit in der Stadt, treffen wir uns wieder. Gute Nacht, schlaft gut.